Ja gut, genug der sehr trüben Aussicht. Dann steigen wir mal wieder hinab. Wo ich natürlich auch sehr gerne auf so einem Turm wohnen würde, ne? Das hätte auch irgendwie was. Meine eigene Turmhütte. Sollte ich mal in Betracht ziehen, mir einen Turm zu bauen. So, Haddock Cove, stets nach Süden. Stets nach Süden. Durch den nebligen Geisterwald. Nee, was haben wir ihn lieb gewonnen? Nicht. Was ist das da rechts eigentlich? War ich da? Nö. Das muss ich jetzt aber ausnutzen. Wenn ich das schon auf dem Radar sehe, muss ich da auch mal hingehen. Da ist auch irgendwas. Da, guck mal. Fallensteller. Natürlich wohnen da die Fallenstellers. Und haben mir einen Pfosten in das Walskelett gehauen. Warum auch immer. So, Nick, wir müssen vorsichtig sein. Wir versuchen mal, uns anzuschleichen. Wo sind denn die Fallenstellers? Siehst du einen? Sag doch mal, Nick. Nick, ich höre gar nichts von dir. Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen heilen, bevor ich mich ins Gefecht stürze. Sonst mache ich das nicht lange mit. Right away. Stimpak. Die altbewährte Combo. Wo sind denn hier Leute? Ich habe doch gerade einen gesehen. Oh, da hinten. Oh, er hat einen Raketenwerfer. Das kann mir nur zum Vorteil gereichen, nicht. Und wer hat dir gesagt, dass du mutieren sollst? Ich ja wohl nicht. Ah, oh. Und dann laufe ich so lange rückwärts, bis ich irgendwo runterfalle. Schön. Rockpoint Lager. Ach, da hinten ist auch einer. Nee, geht wirklich nicht anders. Keine andere Möglichkeit. Wo kommt ihr denn auf einmal alle her? Wart ihr schon die ganze Zeit da? Ach, da im Wasser. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Ihr blöden Penner, ey. Geht mir voll auf den Sack. Okay, das Nachladen war völliger Unfug, weil ich ein unendlich großes Magazin habe. Nützt du mir jetzt nicht. Aber naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Einfach mal nachladen zwischendurch. So, hier war ein Legendärer. Den muss ich natürlich auch unbedingt plündern. Wo war der denn? Hier oben irgendwo. Hallo? Ach, du bist das. Des Mutantentöters Raketenwerfer. Ja, den brauche ich natürlich unbedingt. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Suppenmutanten. Ja, wenn ich irgendwann mal in die Suppe komme, kann ich mir den ja noch holen. Oh, ja, das ist ja ein hervorragender Parkplatz hier unter dem Walskelett. Besser kann man ja gar nicht stehen. Ach, guck, und eine Wasserpumpe haben die auch. Und der hat hier noch ein Büchlein gelesen. Ich will die Mentats da mitnehmen. Aber darf ich nicht, warum nicht? Tja, das ist ja eigenartig, dass ich die nicht mitnehmen darf. Oder kann, beziehungsweise. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? Nun gut, dann gehen wir mal hier. Haben sich hier so eine schwimmende Stadt wieder halb aufgebaut. Sehr interessant. Oh! Da bin ich wohl über die Waffe gestolpert und sie flog ein wenig. Das ist Physik, meine Lieben. Und die Hirschkuh hatte einen Baseball gegessen. Natürlich, den habe ich noch rausgenommen, weil den kann ich ja gut gebrauchen. Den will ich nämlich selber essen. Ah ja, und ja, Menschen hängen hier natürlich auch von der Decke. Hatte ich hier noch einen im Wasser weggeballert? Der ist wahrscheinlich abgetrieben, ne? Ich bin fast sicher, dass hier einer stand, den ich dann abgeknallt habe. Der ist weggetrieben worden, den sehen wir nie wieder. Der wurde von den Fischen gegessen wahrscheinlich. Wenn ich Fisch wäre, hätte ich ihn jedenfalls gegessen. Das weiß ich auf jeden Fall. So, erstmal hier entlang, bitte.
mal hier oben noch was? Nö, aber da oben. Siehste, Munition nehme ich. Lecker Munition. Hätte ich hier oben nicht auch einen erschossen, der ist wahrscheinlich runtergefallen, wa? Was sind wir, diese Ekelmöwen, Schrägstrich Krähen, was auch immer das genau sind. Die sind einfach nur eklig. Voll so mutierte Viecher. Und Nick, du gehst erstmal eine Runde schwimmen, oder was? Weil das so gut ist für die Haut. Ach, du hast ja gar keine Haut. Sturmgewehr habe ich natürlich schon. Was ist das da? Kann man nicht erkennen. Irgendein Schrott, der im Wasser treibt. Gut, egal. Ja, guck mal, dann haben wir ja das hier auch schon mal erkundet. Das war hier die Ecke. Ah, da ist ein Inselchen, wenn ich das richtig sehe auf der Karte. Was ist da rechts? Nö, da ist gar nichts. Dann habe ich das wohl nicht richtig erkannt auf der Karte. Gut, dann wollen wir jetzt aber mal weiter. Die Richtung stimmt. Nach Haddock Cove. Und zu unserer Marinekampfrüstung. Das wird ein interessanter Marinekampf bestimmt. War da gerade was? Ich meine, ich hätte da eine Bewegung gesehen. Wahrscheinlich waren es nur die Hamster am Horizont. Die Horizonthamster, wer kennt sie nämlich nicht? Darf ich mal einen Quicksave? Weil ich weiß nicht, was hier in Haddock Cove nun auf mich wartet. Doch sicher auch Fallensteller, oder? Nein, ein blutrünstiger Meier lurkt. Da lurkt Meier schon wieder, der alte Meier. So, das war's mit dem. Sind da noch mehr? Die treten ja zumeist nicht nur einzeln auf. Boah, ich will erstmal aus der Drecksbrühe hier raus, das wäre eklig. Hier oben steht noch ein Haus. Das ist wahrscheinlich Haddock House, wenn das hier Haddock Cove ist. Hallo, wohnt hier noch jemand? Das sieht ja recht bewohnt aus, ne? Sieht ja aus, als hätte hier vor 2 Minuten noch jemand sich was zu essen gemacht. Also bei mir sieht es jedenfalls so aus. Finde ich auch völlig normal so. Noch eine Flasche ranziges Öl mitnehmen. War ja nicht noch ein... Ja, da hinten ist noch ein Haus. Ach, das ist hier das... Ist das der Schrein? Das ist der Schrein. Da ist der Schrein, da waren wir ja schon drin. Der war ja zum Schreien komisch, war der. So, da drüben wollte ich hin, aber gerne trockenen Fußes. So es denn möglich ist. Es scheint möglich. Oh, wer läuft da rum? Schlingilein. Na, du kleiner Schlinger. Schlingel. Möchte ich mal treffen lassen, bitte? Ja. Die Luft ist rein, denke ich. Sehr gut. Ich mag es, wenn die Luft rein ist. Man will ja nichts vergolden, nicht wahr? Da hast du recht. Warum Dinge vergeuden, wenn man sie auch nicht vergeuden kann? Ne, da muss man einfach nur mal ganz kurz nachdenken. Und dann weiß man schon, ach, nicht vergeuden könnte vielleicht besser sein. Aber nur vielleicht. Soll sich niemand Wecker mit. Dann kann ich auch mal zeitig aufstehen. Hier gab es mal ein Hundi. Ist wohl aber auch schon länger her. So, da will ich ja... Geil, so ein Baumhaus. Guck mal, das ist ja voll super. Haddock Cove, da muss ich ja nur unbedingt drauf. Baumhaus Ahoi. Nice. Ein Bett gibt's hier. Sehr schön, sehr schön. Und sonst? Ah ja, Meyer Lurk Nest. Super.
Das vermisst man ja oft in seinem Baumhaus. So ein Riesenkrabbennest. Ein Glück, wir haben hier eins. Es geht noch höher. Oh, hier ist das Sonnendeck. Das ist ja auch schön. Mit Gartenzwerg. Ist ja herrlich hier oben. Eine schöne Aussicht gibt es auch. Guck hier, jetzt kommt sogar so ein bisschen die Sonne raus. Das ist ja richtig schön. Richtig, richtig schön. Diesen Leuchtturm da hinten. Keine Ahnung, hier irgendwo? Hier? Oder kann ich den überhaupt nicht erreichen? Ich weiß nicht. So, da unten lurkt noch wer rum. Na, mein Freund. Heute schon mal beschossen worden. Ja, ja, geh halt schwimmen, Feigling. Wo bist du denn? Ach, da. Sieh ihn rumzucken. Komm, du Mistsau. Du Krabbenigel. Panzersenf. Komm her. Und nicht wieder abhauen. Das ist unfair. Geht er gleich auf Tauchstation. Der alte gerissene Hund. Da muss ich wohl mal näher rangehen. Wo bist du denn, Junge? Ich dachte, wir haben hier einen fairen Kampf am Laufen. Und du gehst einfach davon. Oh, hier sind noch so viele Häuser, die muss ich mir nicht auch mal. So, siehst du? So machen wir Profis das. Ich schieß dir immer so lange ins Gesicht, bis du zerplatzt. Jaha. Da ist auch noch. Lecker. Ist das Gehirn? Will ich es wissen? So, hier die abgesoffenen Häuser muss ich mir eigentlich auch noch angucken, alle. Falls es hier wertvolle Dinge gibt. Und das wollen wir doch mal hoffen. Guck mal, hier gibt es schon mal 11 Kronkorken. Wertvoller geht's ja wohl kaum. Sei natürlich, es wären 12 Kronkorken. Die wären ein bisschen wertvoller. Das muss man fairerweise zugestehen. Sonst ist die Hütte eher leer. Eher so im Bereich der Leere anzusiedeln. Abgesehen von einer rachsüchtigen Kreatur. Eine rachsüchtige Kreatur treibt den guten Beichtvater fort, um seine Aufgabe in Frage zu stellen. Okay. Die Kinder sind in der Falle. Die Kinder gefangen in einem bröckelnden Haus. Mutter will ihren Schmerz beenden. Was bedeutet das? Ein Fremder trifft ein. Auf Atoms Insel ein Fremder erscheint. Sehen wir ein neues Kind? Ich weiß nicht, siehst du ein neues Kind? Ein sicherer Weg. Durch Atom finden wir einen sicheren Weg zum Beobachten. Geschenke vergehen nie. Okay. Geschnecke vergehen nie. Also schnecke ich doch einfach mal nicht. Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Da gehe ich einfach lieber wieder runter. So. Haben wir natürlich noch die Scheune nebenan. Da steht nur ein altes Auto drin. Und Blutblatt. Und zweite Hilfe. Das ist schon die zweite Hilfe, die ich heute kriege. Oh, jetzt sieht es richtig schön aus, wenn hier so ein bisschen die Sonne durchkommt, ne? So ein bisschen blauer Himmel auch zu sehen ist. Da ist das Ganze gleich viel einladender und viel schöner, finde ich. Ich frage mich ja, ob wir vielleicht den Nebel auf dieser Insel ganz besiegen können. Kleiner Grafikfehler hier, okay. Ja, wenn wir den Nebel einfach ganz entfernen könnten von der Insel, wäre das nicht super? Wenn sie dann einfach die ganze Zeit schön wäre und das nicht so einen Stress für die Bewohner geben würde. Gut, das würde den Kindern des Atoms nicht gefallen, aber die haben ja eh einen Rad ab. Was die denken, ist mir da eher nicht so super wichtig. Weil die alle den Kuckuck am Drehen haben. Du das Zeug trägst. Immer wenn er das sagt, habe ich ja Bock, ihn total voll zu spammen mit Müll, den er dann tragen muss. Vielleicht mache ich das auch irgendwann einmal. Gut, das Haus hier ist auch eher so leer.
eher so im Bereich Leer anzusiedeln. Ach, eine Aster nehme ich gerne mit. Hier sind immer noch so ein paar Grafikfehler in den Bäumen, ne? Warum auch immer, hier auch. Aber wenn ich näher rankomme, geht es dann wieder. Eventuell explodiert das Spiel gleich. Und das ist die erste Warnung, die ich kriege. Grafikfehler. Naja, dann erwarte ich mal die Explosion. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ja, komm direkt von meiner Nase raus, du Affe. So haben wir nicht gewettet. Also nicht, dass das eine Option wäre. Das wird ganz schön gerissen, ja. Auf den letzten Moment warten und dann direkt vor mir raushüppen und mich überraschen. So ein Senfkeks. Oh, was haben wir denn da? Mitteilung an die Familie. Okay. Höre ich mir gerne an. Was machst du hier? Ich nehme hier mein nächstes Band auf. Was? Braun ist in seiner Koje und heult rum. Irgendwas hätte zwischen den Bodenbrettern zu ihm hochgesehen. Verdammt, er ist ein erwachsener Mann. Er ist zu alt, um sich vor irgendeinem Schreckgespenst ins Hemd zu machen. Vielleicht. Aber er weigert sich trotzdem, seine Aufgaben zu erledigen. Und dann versteckt sich Braun noch dauernd im Wasser und springt raus. Er schreckt ihn immer fast zu Tode. Lol. Okay, bring die beiden Spaßvögel zu mir, ich rede mit ihnen. Ohne mich würde ja alles den Bach runtergehen, ich sag's dir. Oh, verdammt nochmal, das Teil nimmt immer noch auf. Scheiße, Luke, wie schaltet man das ab? Mit Y. Mit dem großen roten Knopf auf dem Aufnahmestand. Ach so, damit. Ja, da sollen wir erstmal drauf kommen. Das wusste ich. Natürlich wusstest du es. Aufgabenliste, was haben wir da denn noch? Das sind die Aufgaben für diesen Monat. Ich habe nur eine Liste, also lasst sie rumgehen. Und nein, ich werde es mir nicht wieder anders überlegen. Also ja, nicht noch wer. Luke, du bist fürs Fischen zuständig. Und für das Ausnehmen und Kochen der Fische. Alles, was mit Fisch zu tun hat, ist dein. Okay? Rowan, du bist für die Reparaturen zuständig. Irgendwie lösen sich die Bodenplanken immer wieder. Keine Ahnung warum, aber kümmere dich drum. Braun, du entfernst wieder die Büsche. Wir brauchen freie Sichtlinie. Und ja, du musst auch nachts arbeiten, du Schisser. Ist mir egal, was du da hörst. Ich hab mal wieder Tagwachdienst. Wir wechseln nachts, genau wie letzten Monat. Auch du, Braun. Also heul nicht rum. So ist das. Dir gefällt's nicht? Pech. So erledigen wir die Dinge hier. Moment. Ist das Ding noch an? Verdammt! Ist das der Knopf? Natürlich nicht. Ich schmeiß das Teil noch ins Meer! Ja, das Bedienproblem könnte der Typ sein, der das Ding bedient, eventuell. Ich weiß ja nicht. Holoband der Familie Husky. Wie viele Holobänder liegen hier denn rum? Luke, ist das Ding an? Nein, es ist aus. Ja, Boss. Aufnahme läuft. Okay, gut. Zurück an die Arbeit. Den Rest mache ich allein. Hier spricht Bray Husky, Oberhaupt der Familie Husky und rechtmäßiger Besitzer des Landes, das früher als Haddock Cove bekannt war. Diese Bänder gehören auch mir. Wir haben genug Holz und Metall aus den Häusern geholt, um einen Außenposten auf dem Wasser zu errichten. Einen sehr coolen Außenposten, würde ich sagen. Wenn wir das Ding hoch genug machen, werden wir die Biester schon aus großer Distanz sehen. Niemand wird uns mehr überraschen können. Bray Husky. Ende der Aufnahme. Ist im Grunde eine sehr gute Idee, die sie hatten, aber Scheiße, anscheinend... Luke, wie stellt man das Teil ab? Da sind eine Million Knöpfe dran. Ach, egal. Stecker. Was soll ich sagen? Ja, anscheinend haben die Meyer-Lurks die doch erwischt hier, ne? Hey, kann ich was für dich tun? So, Nick, du meckerst ja immer, dass du zu wenig trägst. Deshalb... Hier ist mein Angebot. Hier ist mein Angebot zunächst einmal. Du kriegst meinen ganzen Müll. So, guck mal hier. Kannst du alles haben. Nimm hin, mein Freund. Nimm hin. Du willst ja immer alles tragen, sagst du ja immer. Du meckerst ja immer, wenn ich irgendwas mitnehme. Oh, ich will auch unbedingt was tragen. Gib doch mal her. Ich habe auch zwei Hände. Also, bitteschön. Hier, kannst du alles nehmen. So, habe ich wieder ein kleines bisschen mehr Platz. Schön, dass ich den Eulenbär dabei habe.
Da brodelt sogar noch ein bisschen Gemüsesuppe auf dem Herd. Oh, und industrielles Backfett und Gemüsestärke. Die ist super stark. Ja, ja. Und natürlich, wie es immer der Fall ist, hatten sich hier die Fallenstelle eingenistet. Aber die nisten sich ja immer und überall ein. Das kennt man ja nicht anders von denen. Soll ich gucken? Oh, es geht nur hier unten weiter. Ist ja okay. Ich glaube, wir sind nicht allein. Das glaube ich nämlich auch. Aber solange irgendjemand dann nur im Wasser rumschwimmt... Au! Meierle, König der Tiefe. Wer ist hier der König? Ja, wer ist hier der König? Ich ja wohl. Und triefen tue auch ich. Also nerv nicht. Und noch ein Holoband, natürlich. Was sabbelt er diesmal vor sich hin? Spricht Ray Husky. Das wird wohl meine letzte. Oha. Oh, verdammt. Ich kann meine Innereien. Das ist nicht gut, Kumpel. Sie kamen von unten. Riesengroße Meierlurks. Jede Menge. Die toten Fische und die Köder müssen sie angelockt haben. Verdammt, mein Bein. Du hast doch noch eins. Tot. Alle tot. Luke haben sie in Stücke gerissen. Und Rowan wurde schreiend in die Tiefe gezogen. Ist uncool, Mann. Tut mir leid. Oh Gott, sein Blick. Ich wollte Braun holen. Da war nur ein großes Fisch-Menschen-Ding, das seine Überreste gefressen hat. Boah. Hat mich am Bauch erwischt, bevor ich einen Schuss abgeben konnte. Der Laden war eine Festung. Wir konnten meilenweit sehen. Verdammte Fischmonster. Ich hoffe nur... Oh Gott! Nein! Es hat mich gefunden! Nein! 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 Zurück! Ach du Scheiße. Oh, verdammt, nimmt das Ding immer noch auf. Ihr wollt mich ja wohl verarschen. Oh Mann. Er mit seiner Aufnahme. Ja, siehste? Ihr konntet meilenweit gucken in alle Richtungen, nur anscheinend nicht nach unten. Und da kamen die Meierlurks her. Es tut mir sehr leid um die arme Familie. Nein, nicht das Wasser trinken. Nein, ich habe aus Versehen... Salzwasser, das heilt mich. Nun, wie dem auch sei, da hinten irgendwo muss ich hin. Ins Wasser rein. Für meine Marinekampfrüstung.